Aber gerade nehme ich sonst alles mit, was ich dabei habe. So, es kocht. Es köchelt. Okay. Gut, am 10. Tag muss ich wieder zurück sein, ne? Für die Bifalos oder was? Mhm. Ich will ja nicht in der Hardcore-Gefahrenzone irgendwo chillen. Ich muss, wenn ich sonst wo bin, auf jeden Fall am Mist. Ich wollte doch Chester mitnehmen. Suchst du jetzt Stein? Mhm. Wir brauchen halt Stein und Gold in Massen. Okay, wie viel Platz ist in Chester? Ich habe jetzt nicht geguckt. Ich. Sechs. Genie. Neun. Okay. Neun. Okay, du hast da nichts so reingestopft. Sehr gut. Hey, ich krieg jetzt Amelia, wenn die bloß so gut wäre wie in Heroes. Oh, okay, ich dachte gerade schon, was, oh, voll gut, Amelia, aber okay, scheinbar nicht in Heroes. So, die Möhre nehme ich die schon mit? Nee, ich glaube, die lasse ich da für harte Zeiten. Wurmloch, ist das jetzt hier? Laufe ich richtig oder muss ich doch nochmal woanders abbiegen? Kurzer Blick. Ja, ich muss eigentlich in die andere Richtung. Egal. Oh nein! Nicht die Karte drehen. Das ist eigentlich tödlich. Zumindest wenn man wieder irgendwie flieht und sich dann wiederfinden muss und. Oh Gott. Die traumatischen Erlebnisse damit, wenn die Karte gedreht war. Wumm. Wummlochi. Wurmlochi. Ja. Das ist jetzt der neue Spitzname vom Wurmloch. Oh mein Gott. Was gekommen? Ich bin im Sumpf. Oh Nice. Gott. Ja, nee, nicht, wenn hier gleich irgendwo was auftaucht. Oh Gott, Also wenn ich du weiß. willst, kannst du mir ein Tentakelding besorgen, ne? Nee, ich glaube, ich gehe eher drauf, als dass das was wird. Also dafür gibt es einfach einen relativ einfachen Trick. Hack Holz, bis dir ein Treeguard folgt. Na, erstmal möchte ich hier, glaube ich, raus. Komm, Chester. Wo zur Hölle bin ich? What is this place? Es ist einfach mal ein richtig fettes Sumpfgebiet. Ich folge jetzt einfach hoffnungsvoll dem Weg. Gott, das Bist du oben, ganz oben? Ich traue mich hier gerade nicht unbedingt zu gucken. Wenn du bei irgendwelchen Schweinesumpfmenschen vorbeikommst. Aber das ist voll mit denen hier. Cool. Damit. Wo bin ich? Schrecklich. Einfach nur Schreckelig. schrecklich. Schreckelig. Ge geht's nicht irgendwie hoch? Komm, Chester. Okay, und es dämmert. Jetzt sehe ich natürlich noch weniger. Oh, hier oben ist auch dicht. Shit, jetzt sind hier überall noch die Moskitos. Komm, Chester, wir schaffen das. Auch wenn meine Sanity hier mal mega den Downfall macht. Boah, es kann doch nicht wahr sein. Warum ist das Gebiet so fett? Gott, Widerrand. Vielleicht bin ich doch in das falsche Wurmloch gesprungen. Das habe ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Hast du bisher schon irgendwo böses Holz gefunden? Nee. Schade. Wozu brauchten wir das nochmal? Ich wollte doch eine Pilzfarm aufmachen. Ach so, okay. Okay, hier ist einfach überall nur dieses verdammte Sumpfgebiet. Okay, das Wurmloch können wir uns auf jeden Fall schenken. Es sei denn, du willst halt hier ein bisschen für die miesen Waffen farmen. Da ist es natürlich echt gut für. Aber ansonsten.
bis die Ecke. Ja, das mache ich, sobald ich. Das werde ich erst nach Tag 10 anfangen. Okay. So, hier kann ich zumindest schon mal durchatmen. Hier gucke ich gleich. Komm, sollen wir erstmal alles einholzen. Wo wir überhaupt waren. Ach, okay, es wäre nach unten doch. Verstehe. Verstehe. Ja gut, und ich bin da überall hier so lang. Da in der Mitte waren ja die Spinnennester. Das Ding ist auch abzuhaken. Da oben ist noch ein Wurmloch. Okay, dann gibt es jetzt eigentlich nur noch tatsächlich einmal am nächsten Tag nochmal da ganz hoch. Oder hier runter. Ich könnte ja eigentlich nochmal kurz den Schritt hier runter wagen. Mal gucken, wo wir... Obwohl, nee, das ist jetzt schon zu nah am an der kompletten Nacht. Sammeln hier jetzt nochmal alles ein, während hier mal keine Frösche abhängen. Aber ansonsten geht's gleich wieder mit dem Feuer nach Hause. Okay, ich muss auf jeden Fall Feuer nachlegen. Das mache ich besser gleich. Komm schon. Dankeschön. Ich möchte nicht in Panik schreien müssen, weil plötzlich das Licht komplett aus ist. Gepflanzte Bäume. Okay. Gruselaugen. Auch okay. Oh, nein, hier bin ich. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier ist ganz falsch. Meine Energie, meine Energie, meine Energie. Runter! Lauf! Genau, hier ist der Weg und jetzt hier hoch. Oh, boy. Ist jemand bei uns zu Hause? Ja, ich. Okay. Das heißt, ich sehe dich ja dann gleich. Ach, da, genau. Brauchst du was zu essen? Ja. Und ich habe auch wieder Beeren mitgebracht. So, ich gebe dir einfach mal alle Beeren, oder? Nee, du kannst selber kochen. Wir haben kein Fleisch, deswegen. Ach so, okay. Ja, dann hau ich mal die Beeren hier rein und einen Pilz. Und gucke, was passiert. Mein Bart hat wieder eine angenehme Länge. Das gefällt mir. Gott, aber meine Sanity ist... Das sieht nicht gut aus. Gucken, ist hier irgendwo noch so ein Hasenloch, wo ich eine Falle drüber legen kann oder eher nicht. Sieht nicht danach aus. Also ich baue hier gerade jetzt noch ein paar Fallen. Okay, ich lege einfach eine hier hin, die kannst du noch woanders hinpacken, wenn du möchtest. Die nehme ich dann nicht mit. Das muss man sich mal vorstellen. Man läuft mit einer Fackel durch den dunklen Wald, sieht gerade so die Hand vor Augen und plötzlich schlägt einem ein Fischmensch ins Gesicht. Ja, das ist mehr als nur traumatisch. Sad life. Ja. Wilson macht echt was mit. Ohne Spaß. Ich guck mal, was passiert, wenn ich einfach mal 4 Beeren hier mit reinhaue. Noch eine Nacht ohne zu verhungern. Good job! Ja, wir sind gar nicht mal so schlecht. So, ich habe mal die Asche, die hier vom Camp übergeblieben ist, aufgesammelt. Der Glob sieht ja auch schon mal richtig gut aus. Dass ich aber nichts mehr tragen kann, ist nicht cool. Okay, das sollte auf jeden Fall nicht mit. Okay, in der Kiste ist auch kein Platz. Ach komm, hier, das musst du jetzt erstmal mitnehmen. Was machen die eigentlich bei dir? Den Mist, den musst du doch nicht die ganze Zeit im Mund haben, Chester. So, das kannst du noch nehmen. Die Blumenabfälle. Noch mehr Büsche. Ja, das geht okay.
Ist okay, ich kann zwar fast nichts mehr tragen, aber ist gut. Das passt schon so. Ein Drying Rack auf dem Teppich? Naja, gut. Ich fand's schön. Was macht eigentlich dieses einsame Bifalo hier oben? Und vor allen Dingen so nah an unserem Camp. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass es sich eventuell so nah bei uns niederlässt. Das heißt, wenn Paarungszeit ist, könnte das ein bisschen unangenehm für uns werden, oder? Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich es töte. Oh. Das klingt mies. Aber ich kann schon verstehen. Oh, ich habe böse Blumen gefunden und den bösen Baum. Wo denn? Der ist direkt, wenn du den Weg hochgehst, zu sehen. Also genau auf der linken Seite. Ah, okay. Cool. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Ach so, das Schweinedorf, von dem du das eine Mal erzählt hast. Daran bin ich jetzt auch mal vorbeigekommen. Ich nehme jetzt denen noch nicht alle Blumen weg. Aber so ein bisschen was einsammeln tue ich schon mal. Also Büsche können wir halt ganz viel gebrauchen. Und immer noch, also ich hoffe ja irgendwann mal wachsen die Zweige nach. Mhm. Also ich bringe jetzt auf jeden Fall schon mal Gras mit. Ja, ich habe gerade relativ viel Gras gesammelt, aber man kann ja niemals genügend Gras haben. Okay, gut, ich dachte, das wäre irgendwie akut oder so. Dann habe ich jetzt so ein einsames Steinding gefunden. Das nehme ich jetzt mit, damit wir wenigstens uns mal so ein Steinfeuer machen können. Das wäre gut, weil ich habe nur noch 2 Steine. Okay, hier war jetzt aber leider nur 1. Oh, hier ist noch ein anderes Wurmloch. Wir Hümmeling müssen wir eigentlich Gold finden, das ist ja die Sache, weißt du? Wegen dem Verbesserten, weil wir können bisher noch nichts Cooles herstellen. Mhm. Weil wir haben ja nur das einfache Ding hier. Oder wir bringen einfach dem Schweinekönig, also du machst das dann Fleisch. Mhm. Aber dazu haben wir gerade selber noch zu wenig. Ja, geht. Also, so wenig haben wir gar nicht. Nicht? Nö. Ah, hier haben wir gestartet. Okay, gut. Na. Ross ist gestorben. Das reicht doch erstmal für Fire Emblem. Oh boy. No. Das ist so sad. Dieses Ungnädige, wenn jemand drauf geht in Fire Emblem und du siehst den Charakter wirklich nie wieder. This game is unforgivable. Die Möhre mitnehmen. Hier noch ein Stock, da dies. Okay, und danach werde ich, bis die Bifalos vorbeigekommen sind, aber nicht nochmal auf Reisen gehen. Was heißt Bifalos, wenn die Hounds da waren, so. Ja, die Hounds waren doch schon da, oder nicht? Waren sie? Ich dachte, die kommen jetzt erst. Ich glaube, wir wollten vorher ausmachen. Damit wir, also wir waren sowieso zeitlich mit Spielen, glaube ich, knapper dran und dementsprechend wollten wir uns das nicht noch direkt bei dem Neustart geben. Achso, das kann sein. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich würde ja gerne diese Blumen. Ich glaube, ich muss die Blumen echt pflücken. Ich werde hier leider ein bisschen verrückt und das geht gar nicht klar. Kannst auch irgendetwas erfinden. Dann bekommst du auch Sanity zurück, ne? Ja. Ja, aber erstmal muss ich wieder nach Hause kommen. Kommen Sie nach Hause. Mhm. Oh Gott, wie wollen wir euch spinnen? Lasst euch in Ruhe. Ich
Ich muss hier gerade kurz durch die Nacht laufen und zurück zum Lager. Dann kann ich wieder in den Chat gucken. Gebt mir einen Moment, Freunde. Das Gefühl, der Weg führt gerade doch nicht ganz dahin, wo ich will. Ah, doch. Super, super. Vorsichtig, das Bifolo nicht wecken. Und in Sicherheit. Geschenk aufreißen. Ratsch, ratsch, ratsch. Was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Hm, das sieht ja mal ordentlich aus. Aber das ziehe ich jetzt gleich noch nicht an. Rette dein Feuer, Lulzen. Rette dein Feuer. Ich habe da schon ein Fleischstück reingepackt, ne? Also musst du nur noch... Awesome. Eine von meinen 20 Bären. So. Okay. Da schaut man einmal auf den Stream und man stellt sich versehentlich den Sniper mit 40% Crit Chance. Oh. Poor guy. Gott, es muss so wehgetan haben, sich von dem niederschießen zu lassen. So, es muss jetzt kurz mal an die Seite das Feuer. Gott, hier ist einfach zu viel Kram. War man letztes Mal so verwöhnt, weil wir direkt einen Kühlschrank hatten. Kann ich aus neun dieser wundervollen schon dieses Headpiece machen? Nein, ich brauche 12. Oh, aber es ist noch das Weihnachtsding im Angebot. Sehe ich das richtig? Welches Weihnachtsding? Ja, dass zumindest nochmal die Hoffnung da ist, dass wir vielleicht, Gott, ich lasse jetzt einfach mal das Holz hier. So, leg das hier draußen einfach mal hin. So. Böse Pflanzen, überall, böse Pflanzen. Nochmal die Asche einsammeln. So, weg damit. Was mache ich da? Ich hätte eigentlich aus dem Holz doch einfach schon mal eine zweite Kiste bauen können. So, oh, das habe ich noch nicht gemacht. Perfekt. So, was kann ich denn noch ablegen? Das kann abgelegt werden. So, ich habe zwar kein Fleisch hier, aber zumindest schon mal ein bisschen was umsetzen. Chester kann auch erstmal hier bleiben. Es geht immer so schnell, bis dieses Ding gemacht ist. So, zack. Zack, zack, zack. Nein. Zurück zu Operation Kiste. So, es müssten ja 3, glaube ich, gewesen sein. Dann waren es bei Structures. Genau. Ja. Okay, nee, das war... Die Kiste kann nicht mehr weihnachtlich werden. Ist aber okay. So. Ich claime dann, wenn wir genügend Kisten haben, einfach, Was hast du denn hier gemacht? Hm? Ich habe gekocht. Hast du etwa was daran auszusetzen? Es sieht einfach aus wie Matsch. Du musst es ja nicht essen. Werde ich auch nicht. So, das ist meine Kochkunst einfach nicht zu schätzen. Dafür gebe ich mir das Ding jetzt. A fistful of jam. Okay. Ich habe jetzt hier eine kleine Pilzhammer aufgemacht. Die sieht ja strange aus. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ein bisschen zwielichtig. Ja, ich meine, man stellt sie tatsächlich her aus 8-mal Fäulnis, 5-mal Dung und 2 lebender Holzklotz. Das sagt ja auch im Grunde schon alles aus darüber, oder? Ja, irgendwie schon. So, ich räume jetzt mal in den Kisten ein bisschen um. Weil dann kann die eine Kiste meine Holmkiste werden. So. Der Dunk kann dann hier mit rein. Wundervoll.
Was ist denn heute los? Jetzt wurde ich aus Ellsworth getappt und der Boss hat mich gekillt. Sora, ey, heute ist echt nicht dein Tag. Absolut nicht. Das ist schon ganz schön nasty. Oh, Schlafrolle, hast du die gemacht, oder? Nee, die habe ich gefunden.